bricht die Nacht herein. Wollen wir bald auf dem Meere sein? Bei Let's Play Dragon Quest 8. Auf der Suche nach dem Ziel unserer Wollust. Oder auch nicht ganz. Aber ich bin zurückgekehrt nach Prinzessin Minis Schloss nach dem Ende der letzten grandiosen und super spannenden Folge. Weil so viel Story passiert ist. Nicht. Aber wir haben noch ein weiteres Ziel. Ich habe keine Ahnung, ob dieses ein weiteres Ziel tatsächlich uns irgendwie weiterbringen tut, weil da war ich es mehr oder weniger noch nicht. Aber das werden wir einfach ausprobieren. Ui, die Schlingel. Diesen Kampf haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, deswegen muss ich den rausschneiden. Ich hoffe, das klappt. Nein, ich vermute mal, dass dort hinten diese Insel... Ui, ist aber eine scheiß geile Insel. Was ist das denn da vorne? Das wollen wir jetzt mal... Wir ergründen die ergründungsfähigen Sachen. Gerade mal gucken. Okay, zoom. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Aber die Kämpfe hier sehen nicht sehr gut aus. Doch. Instant Death regelt richtig. Ach, das ist das Königreich Trodane. Vermutlich. Doch was ist das da vorne neben dem Königreich Trodane? Es ist ein versunkenes Schiff. Es ist die Thriller Bark. Ich habe ernsthaft keine Ahnung. Es sieht aber seltsam aus. Es ist ein super Bonus-Dungeon. Wir gehen einfach mal an Land und gucken, ob wir in diesen super mega tollen Bonus-Dungeon Deluxe reinkommen. Oh, das ist ja viel größer, als ich gedacht habe. Aber da sieht man es mal. Man darf nicht, auf die Größe kommt es nicht an. Oder vielleicht doch, vielleicht ist der Dungeon ja riesengroß. Also zumindest von innen und nicht von außen. Mit Stachel, der Stachel gerade schaut. Oh, hier kann man tatsächlich rein. Oder auch, kann man hier noch weiter rein? Ohne den Vogelkäfig. Die Tür ist abgeschlossen. Na toll. Aber wir waren hier. Ich kann einritzen, dass wir hier waren. Aber es scheint kein ganz profanes Ländchen hier zu sein, sondern... ein tolles Ländchen, weil wir haben eine schön ausgearbeitete und gemusterte Eingangspforte gefunden. Was ich jetzt mal auch versuchen möchte zu finden, ist, kann man sich hierhin teleportieren? Kapelle der Ödnis? Ne, das wird es nicht gewesen sein. Ruin? Nein. Also ich glaube jetzt gerade nicht unbedingt, dass wir uns dahin begeben können müssen, wie auch immer. Aber wir sind hier und wir... Ja, es ist ein bisschen doof, aber vielleicht kann man hier vom nahegelegenen Eiland relativ zügig dorthin aufbrechen. Da muss ich erstmal gucken, das sieht auch aus wie ein riesenfetter Hintern da oben rechts, oder? So der, so hochgehoben, oh Gott, Gegner. Yeah, Erfahrungspunkte, unendlich viele. Naja, nicht ganz, aber was soll's. Mal gucken, ob wir hier, das ist glaube ich... Was? Ich kann hier anlegen? Was hast du denn für eine Brücke, mein Schiff? Ich meine, ich mag es. Ja, ich habe jetzt 1000 Sunny. Wobei, jetzt sieht dieses Schiff nicht so ganz so klein aus, wie es vielleicht vorher den Anschein hatte. Wir können an dieser nördlichen Insel tatsächlich an Land gehen und Gegner bekämpfen, die wir noch kennen. Weil es hier bestimmt nicht zu kalt ist, um so rumzulaufen, wie die es tun. Deswegen werden sie jetzt gleich einen fiesen kleinen Gnadentod sterben. Ich meine, einen gnädigen Gnadentod. Also gut, den sieht man nicht an, dass er gerade errötet. Man sieht aber, dass sich vielleicht in anderen Körperregionen irgendwas tut. Aber wobei, hier scheint es auch noch nicht so kalt zu sein. Hier haben wir noch keinen wahnsinnig geilen, tollen, frostigen Frost, der auf dem Boden... Könntest du mal aufhören, mein Fräulein hier zu schlagen? Nein, ich würde keine unflätigen Worte nennen. Arsch! So, ich habe es gesagt. Ist mir jetzt auch egal. Kannst du sterben? Da, wo? Ich meine, ja, wenn es etwas, was er kann. Wir kriegen dafür 380 Gold Erfahrungspunkte. Also, Erfahrungspunkte, nicht Gold. Sondern Erfahrungspunkte. Beides wäre toll. Gold-Erfahrungspunkte. Ja, für die fortgeschrittenen Level oder sowas. ob wir hier jemals hin müssen, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß, dass es noch Motten hier, ein Skelettsoldat und Mördermotten. So, werd ich wohl oder übel mal mit reinnehmen? Na komm, dann lohnt sich hier gerade eine Vollheilung. Dann lohnt sich die. Ja, aber ist immer noch fast voll, wenn man dich damit beglücken. Aber bevor wir da lang gehen, ich hätte mir vorne mal angucken sollen, wo verdammt nochmal die Schatztruhen hier auf diesem Eiland geblieben sind. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es im Nordwesten
Im Nordflüsten, was ist Nord... Ui, das sind die Schemen, die wir schon mal halt sah davor sehen. Aber dieses Mal werden wir ihnen das Angelo lehren. Haha! Ja, ich vermute mal, die werden relativ resistent. Oh, cool. Ich finde es außerordentlich praktisch, dass dieser geile Bogen... Ja, flieh, du Narr! Ja, die halten was aus. Das, was ich bei diesem Spiel allerdings nicht mag, überhaupt nicht mag, nämlich eines... Nein, nein! Ja, ja! Wehe, du machst dasselbe. Was ich bei diesem Spiel absolut nicht mag. Wir haben die Möglichkeit, physischen und auch magischen Schaden zu verursachen. Aber das, was ich bis jetzt irgendwie festgestellt habe, ist, wenn die Feinde relativ resistent sind, wie man es hier sieht, gegen physischen Schaden, dann sind sie es in der Regel auch gegen magischen Schaden. Und das ist doch Kacka! Warum unterscheiden? Das ist doof! Bitte schämen halt mal viel zu viel aus! Ich meine, wenn ich irgendwann mal in der Lage wäre, einen heiligen Schaden zu verursachen, dann wäre das durchaus viel, viel angebrachter. Den irgendwie. Ja, vielleicht ist Wumms den Zauber, den ich eigentlich immer einsetze, weil das so der einzige Zauber ist, der auch mal auf die kompletten Gegnergruppen sich auswirkt und nicht nur auf, ja, ich bin hier zu einer winzigen Gegnergruppe innerhalb dieser großen Gegnergruppe aus, der eigentlich denselben Gegner, denselben Gegnertyp. Und das ist, aber ich kann mich trotzdem nicht mit dem Gruppenangriff treffen. Und deswegen ist der Wurmzauber für mich der geile Zauber, weil er es eben kann. Aber wenn es sich jetzt herausstellen sollte, dass der allerdings auch nur... Ja, was heißt nur? Hätte ich besser hier anlegen sollen. Die Dämonenreiter! Sind das andere als sonst oder sind das die richtigen anderen? Also die wir schon quasi kennen, weil sie quasi gleich aussehen. Das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir herausfinden. Ich glaube, das Manöver ist eines, was ich so gesehen noch nicht kenne, bin mir aber auch nicht so hundertprozentig in dieser Angelegenheit sicher. Aber er kann den Blitzeimer-Angriff, der gerade ausgepackt hat, unserem schönen Helden möglichst schnell ins nächste Grab gelangen zu lassen. So rum, was er gesagt. Okay. Also es könnte quasi, hey, der ist motiviert, hey, ich hoffe, du bist jetzt tot, hey, das stimmt. Gut, bei dem Dämonenreiter bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob wir ihn quasi schon einmal niedergestreckt haben. Nee, ich meine, das war hier irgendwie... Na, weiter gen Norden, am nördlichen Nordzipfel müsste, glaube ich, ein Schatztrüscher sein. Darüber hinaus gibt es hier, glaube ich, auch den einen oder anderen Spezialgegner, aber... Ich habe es hier nicht auf die Spezialgegner angesehen. Ah, da ist die Truhe. Da seht ihr sie am Baum. Die Truhe fällt nicht weit vom Baum. Und die Zauber, die Glocken, jetzt klingen. Heiler kümmern sich eher um andere Dinge. Nee, das dürfen wir nicht unterschlagen. Ich möchte mich hier ein bisschen kleines weiter umsehen. Ich habe den Stachel, also den, nicht den Stachel, aber den Gegner. Das ist ein Unterschied, wer hinten oder vorne. Mein Gott, ist mir doch egal. Eine Fiole Zauber. Boah. Boah, hat sich das gelohnt. Boah, ey. Okay. Eine weitere Truhe gibt es, aber die wird wahrscheinlich auf den erhobenen Gegenden sein. Deswegen gehen wir jetzt zurück zu dieser Schnuckelstruktur, die sich da eventuell Kapelle nennt oder sowas. Und werden uns die mal genau angucken. In meine Level-Ups haben wir erst vor ganz, ganz, ganz kurzer Zeit gekriegt. Zumindest für euch ganz kurze Zeit, für mich boah, eine halbe Ewigkeit. Und... Echt? Moment. Wo geht's denn da lang? Ja, fast aus wie eine Lichtung. Sieht aus, wenn es da weitergeht, aber geht's nicht weiter. Aber dafür, oh, es hat so einen Hauch von ausklingendem Winter. Also diese Insel hat so einen Fall von ausklingendem Winter. So die letzten Schneeballhäuflein werden von den Dullbosern gefressen. Die kennen aber noch nicht, die Bulldozer, ne? Lass doch mal an. Ja, wir machen jetzt hier tot mit Sterben. Haha! 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 Jawohl! Wie die armen Hühnchen, die zu Weihnachten in den Ofen kommen. Ja, ja, ja. Das war gut. Ich weiß, ich könnte mich heilen. Müsste mich heilen. Scheiß so richtig aufs Heilen gerade. Wenn der Angelo so weitermacht. Aha! Ja, da werde ich dem Dulmagus auch mal so ein Schwuppdiwupp um die Ohren säuseln. Ui, das ist aber ein richtig großes Dingelchen hier vorne. Okay, wir sind wieder im Geschäft, Dickes. Also ihr, Dick.
dicke Schenkel hier am Pferd. Egal, gut. Gehen wir mal hier in dieses kleine Türchen rein und gucken mal, was sich denn dahinter verbirgt. Das sieht da wieder ziemlich sakral aus, was sich vor unserem Auge erstreckt. Ihr müsst sie gesehen haben, die wunderschöne Villa, die sich dort oben auf diesem überhängenden Felsen befindet. Es sieht aus, als könne er jeden Moment umstürzen, nicht? Das ist der Wunsch des obersten Hohepriesters. Betet zu ihm und die Göttin wird euch ihren himmlischen Schutz gewähren. Okay, dann Amen. Pilger, ich heiße euch in Savella willkommen im heiligen Sitz des obersten Hohepriesters. Der Priester sei seine Heiligkeit und alle fromm Pilger. Warum sitzt der Hohepriester des wahren Glaubensbundes der ganzen Welt auf einer Insel, die nur von einem Bruchteil der Welt begutachtet werden kann? Hä? So, was für ein denkwürdiger Augenblick, dieser Velja-Kathedrale. Endlich kann ich auf diesem heiligen Bogen wandeln. Unglaublich! Ja, es ist echt unglaublich, was die Kirche sich hier leistet. Ich weiß nicht, ob es etwas mit dem Göttervögel Empyrea zu tun hat, aber der oberste Hohepriester scheint wirklich ein Faible für Vögel zu haben. Im Garten hinter seiner Villa wimmelt es nur so von ihnen. Na, hoffen wir, dass er es nicht missverstanden hat. Oh, hier gibt's neue Waffen! Und alte Waffen! Ein Adlerdolch! Oi, der sieht richtig cool aus. Ich glaube, mit dem kann man auch schreiben. Ja, eine Partisane. Oh, ein heiliges Silberflorett, aber das ist scheiße. Heilige Ach so, ich hab versehentlich auf 9? Oder was war das? Ich hab mich schon gerade gefragt, hey, warum ist das Teil so scheiße teuer? Aber, na gut, vielleicht. Ich meine, es ist schlechter als das, was ich hier so habe. Aber vielleicht ist das Ding ja mit irgendeinem gewissen Heiligelement oder sowas, oder weil es aus Silber ist. Vielleicht macht es dadurch mehr Schaden. Ich weiß es nicht so recht. Hallo, Winzmann. Was hat der Winzmann denn so im Angebot? Der goldene Gebetskranz. Ui, das Ding ist ja gut für irgendwas. Was macht man? Achso, Weisheit macht man. Ja, die paar Punkte Weisheit. Nein. Nein, da gibt es durchaus sinnvollere Dinge oder Anwendungsgebiete, würde ich mal sagen. Darf man hier mal aufmachen? Darf man einen Schatzgruß abgeschlossen? Ist mir doch egal, mach sie auf, du Depp. Der guckt gerade nicht hin, dass wir die Millimedaille kriegen. Okay, das ist nett gemacht, das ist nett. Und ein Weisheitssamen. Den kann der eh nicht brauchen, der Altling. Oh, was er kauft. Oh, neue Rüstung braucht das Land. Nein, nicht zwei. Ritterrüstung, nett. Silberpanzer, nett. Und, das Ding ist für Angelo mal mega gut. Ein verzaubertes Gewand, das den von Zaubern angerichteten Schaden um 2/3 senkt. Das ist ultra geil. Glaube ich. Oh Gott, das ist schon cool hier. Also, der Silberpanzer hört sich erstmal gut an. Aber, ja, das Ding hier, das brauche ich, richtig. So, Angelo braucht mal richtig was dazu. Ja, aber eine Robe? Ja komm, auf einem Bein kann man nicht stehen, die Jessica will auch, aber dann verliert sie ihr cooles Outfit. Aber wir haben das Outfit jetzt gesehen, ja. Ja, räum alles auf, weg mit dem, was wir nicht brauchen. Ja, rüst es aus. Dann sind wir weniger klischeebehaftet, was Weiber angeht. Frauen meine ich. Was macht denn das hier? Eine Silberrüstung von feindlichen Zaubern eigentlich um 20 Punkte. Verdammt! Und ich benutze das Teil für Angelo! Warum mache ich das denn? Das ist doch viel geiler! Obwohl 2/3 könnte. Ja, Mann. Oder eine Eisenmaske haben wir ja schon. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir haben jetzt schon ordentlich Kohlen rausgehauen, ne? Aber ihr Silberpanzer, das klingt super geil. Also das Ding kaufe ich mir noch und das kriegt Bert Matt. Das ist schon mal für ihn ein ziemlicher Zugewinn. Für Angelo bestimmt auch, aber... Ja, komm, hier. Ausrüsten. Machen wir noch die Eisenmaske für dich. Oder den Schilder. Na. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen, dass das Spiel noch herausfordernd bleibt. Oh Gott, das wird mich so eindosen, fürchte ich. Egal. Sind die Bomben der Göttin, wenn ihr sie ärgert, dann schon das Göttervögel des Empyrea auf euch ziehen. Sie war der große Vogel, der die Welt vor langer, langer Zeit vor dem Fürsten der Finsternis Raphorn gerettet hat. Was interessiert mich, dass das vor langer, langer Zeit passiert ist?
Das passt. Es ist doch eh nie relevant in JRPGs. Oder verwechsel ich das gerade mit unwichtigen Nebensächlichkeiten? Egal. Oh, hallo Frau Frau. Also Frau Herbergs Frau, meine ich. Was kostet das denn hier? 200! Ja klar, das ist geschenkt! Boah, es ist ja nicht so, als könnte mich irgendwo in die Welt hin teleportieren, wo es übernachten 30 Goldtaler kostet. Nein! Egal. Ich hab's. Ich geb's aus. Scheiß drauf. Es wird der Zeitpunkt kommen, da werde ich's bereuen, aber jetzt nicht. Chavella kann ich abhaken. Das nächste ist die heilige Insel dran. Welche heilige... Ach, meint der Neos oder was? Wir befinden uns auf einer Pilgerreise zu den heiligen Städten der Welt. Warum sind Mann und Frau im Einklang unterwegs? Das gehört sich so nicht. Nicht unter Priestereien. Ach so, ich hab gedacht, das wäre hier so eine Speicherbude gewesen. Aber nein. Okay. Wir haben ein weiteres Mini-Medaillchen gefunden. Das ist ganz gut, weil ich eigentlich schon deutlich mehr davon, glaube ich, mittlerweile wieder eingesagt habe, als ich der eins sagte, die ich haben will, bis ich das Zeug nochmal abgeben gehe. Bitte gewähre uns ewigen Frieden. Bitte beschütze uns vor Ungeheuern, die uns schaden wollen. Das werde ich, Fräulein, das werde ich. Apropos werden, was willst du denn werden? Kommt ihr näher, ihr könnt es mit ihr mit Simpel und Postkarte kaufen. Offensichtlich, ich würde es ja gerne tun, aber ich werde nicht gelassen. Mein Leben lang habe ich mir gewünscht, diese Avella-Kathedrale zu sehen, bevor ich sterbe. Herr Gott, ich sei Dank, dass ich es rechtzeitig geschafft habe. Jetzt bin ich bereit für den Himmel, weil auch immer die Göttin beschließt, mich zu sich zu holen. Wie viel hast du in deiner Geldbörse drin? Dann könnte ich die Göttin irgendwie überreden, dich zu holen. Dieser seltsame Fels bewegt sich selbst am stärksten Sturm kein bisschen. Es ist die Stärke des obersten Hohepriesters, die ihn im Gleichgewicht hält. Es ist wahrhaft und ein unglaublicher Mann. Was, welcher Felsen? Welcher Felsen wird in Gleichgewicht gehalten? Ich sehe ja keinen Felsen, der irgendwie in Gleichgewicht gehalten werden soll. Vielleicht das Ding dahin? Ist es vielleicht dieses Riesenteil? Ja, wahrscheinlich meinst du dieses Riesenteil oder so. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja noch dahin zu gehen. Was ist denn mit dir, Fräulein? Hallo Pilger, möchtet ihr einen Keks? Der aussieht wie eine Kathedrale. Also ich muss den Keks probieren. Kekse, dumm. Wir gehen jetzt nach oben, um in der Kathedrale den Hohepriester zu loben. Dies ist die Savella-Kathedrale, ihre Türen stehen immer offen. Das ist gut, wir wollen noch rein. Es scheint mir recht harmlos zu sein, ihr könnt passieren. Der weiß Bescheid. Ich weiß aber nicht Bescheid, wenn es darum geht, sich hier auszukennen. Deswegen laufen wir mal die große Runde hier herum. Einfach, um nicht zu übersehen, wenn sich Schätze an dem Wimpel stehlen. Also bewegen. Da sind. Nur jene, deren Abstammung, Erziehung und Glauben über alle Zweifel erhaben sind, dürfen ihr deshalb in der Kathedrale dienen. Wie kann er es wagen? Ich meine, ach nichts. Wer wagt was zu wagen? Das weiß ich nicht. Aber das werden wir vielleicht noch herausfinden. Aber zunächst möchte ich... Boah, hier geht's ja überall weiter. Das ist ja doof. Ich meine, das ist super, super, super. Wir werden jetzt erstmal die große Runde hier um das Kathedrälchen drehen. Und dann von innen uns dort umsehen und auch diese Treppe hier runter... Achso, mir bleibt hier gerade nichts anderes übrig, aus der Treppe runter zu gehen, wenn ich auf dieser Seite auch noch runter bin. Okay, es könnte ja sein, dass hier vielleicht noch ein, keine Ahnung, ein Schatztrüschen ist oder ein Holzkästchen oder sowas, was man wieder zerdeppern kann. Und wir lieben es ja, Dinge zu zerdeppern. War hier irgendwas drin? Nein, nur eine tolle Aussichtsplattform. Oh, wo wir schon mal drauf standen. Da, toll. Toll gemacht, Bernd. Toll. Ich bin mal gespannt, ob wir hier wirklich rein dürfen. Naja, was sich hier im Inneren verbirgt. Die Geheimnisse werden nun gelüftet. Oder auch nicht. Gibt's hier Geheimnisse? Ihr solltet euch mit dem Weihwasser dort drüben reinigen, bevor ihr euren Kirchenbesuch fortsetzt. Wo ist das Weihwasser? Ist hier das Weihwasser? Oh, eine Pferdetränke. Voller Weihwasser. Was sagst du dazu?
Einreichender erzählte mir, dass ein Schloss irgendwo im Osten auf einem Dornenfluch belegt wurde und nun in Ruinen liegt. Welch phänomenale Magie, ein ganzes Schloss zu zerstören. Die Person, die dafür verantwortlich ist, muss über unglaubliche Macht verfügen. Ich würde zweifellos nicht bei diesem Schloss Halt machen. Das Böse neigt dazu, sich auszubreiten. Dennoch, wenigstens werden seine Heiligkeit und alle hier in der Savella-Kathedrale in Sicherheit sein. Ja, hoffen wir das, gell? Hoffen wir das. Kann man da irgendwie das Fenster aufmachen? Nein, ist schlechte Luft. Der Mönch ist so tief ins Gebet versunken, dass er Batman nicht bemerkt. Gut, dann können wir seine Habseligkeiten entwenden, damit er weiterhin der wohlgefälligen göttlichen Armut anheimgeht. Sag ich jetzt. Kann man hier irgendwas, was das Heldenleben erleichtert, mitnehmen? Oh! Hallo, Schwester! Seine Heiligkeit hat es sicherlich verdient, dass man ihn einen großen Weisen nennt. Meint ihr nicht auch? Weiß ich nicht, ich kenne den Mann nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, bist du der große Weise. Getreuer Diener der Göttin wieder. Also, ja, dann beichten wir mal. Dann speichern wir nochmal vor eurem Auge, damit ihr sehen könnt, was ich alles mittlerweile an Zeit in dieses Spiel einbringen durfte. Genau. Es werden jetzt um die 37 wackere Stündlein sein, die ich mir hier jetzt durchgeschlagen habe. Das Ganze nachgeladen bei schlechtem Glück innerhalb der Jeton-Kapelle. Wie ist das nochmal? Ich möchte weiter fortfahren. Casino, genau. Mein schlechtes Glück innerhalb des Casinos, ganz zu schweigen, wo ich nachladen durfte. Aber was soll's. Okay, hier auf dieser Insel ist deutlich mehr los, als ich es in meinen kühnsten Träumen zu hoffen wagte. Deswegen machen wir... Ich werde diesen Ort noch ein bisschen weiter erkunden, so ist es nicht. Ich bin mal gespannt, ob ich hier überhaupt hoch darf. Aber bevor ich hoch darf, möchte ich ein wenig drumherum gucken. Was ist das denn hier? Das ist ein Teilchenbeschleuniger oder sowas? Verdammt nochmal! Sind wir hier in CERN? Ist das Fantasy CERN? Ich musste gerade über CERN nachdenken. Genf war nicht der Ort, sondern irgendwas anderes. Aber es ist schon so lange her. Ich musste jetzt tatsächlich an wie hieß das noch gleich? Irgend so eine Telenovela. Nee, Quatsch, wie hieß das noch? Visuelle Novela. Dieses Gebäude verbindet die Villa des Obersten Hohepriesters mit der Kathedrale. Nur jene, die von seiner Heiligkeit gerufen wurden, dürfen zu seiner Residenz hinaufsteigen. Bernd, komm zu mir! Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Seht euch um, wenn ihr wollt, aber fallt nicht hinunter. Ich wurde gerufen. Ich muss rein. Ich werde kommen. Ich bin gleich da, Freund. Oh. Oh Gott, der ist auch hier. Well, well. Who have we here? Haven't we met someone before? I see your memory's got worse. How much older than me are you, brother? Ah, yes. The persistent rule breaker I had to expel from the Abbey. Angelo, wasn't it? Ah, enough fun. I do hope I didn't cause any offense. Anyway, no time for idle chit-chat. I have to select men to form the Lord High Priest's personal guard. The luxury of a carefree existence such as yours is not something I can afford. So, be well. Oops. And may the goddess keep a close eye on you. Das Ding ist weg. Warum ist das Ding weg? Ich will das Ding wieder haben. Los, los, gib's mir wieder. Gib's mir. Doof. It's indecent. How does a nobody like him get to become master of the Lord High Priest's guards? Such an important responsibility demands a person of repute, someone of character, like you or I. No doubt that peasant bribed His Holiness. I've heard rumors about him. It won't last. He'll never be anything more than a watchdog. He's enjoyed all the promotion he's going to get. This is as far as his money will take him. The burden of his lowly origins will soon bring him crashing back down to earth. interesting. Ich habe euch gehört, ihr Penner.
Ich meine Marcello. Wer mag Marcello? Vielleicht ein bisschen, aber naja, egal. Aber selbst bei jemandem wie Marcello, ich mag es schlicht und ergreifend nicht, so wie es schon teilweise im öffentlichen Dienst heutzutage auch noch ist, wenn man von niederer Herkunft ist, dass man gleich abgestempelt wird für irgendwas, wo man eigentlich gar nichts für kann, ne? Wer kann schon was für seine Herkunft? Niemand kann was für seine Herkunft. Und anstatt, dass Leute irgendwie Chef werden, die sich wirklich wunderbar, auch menschlich, als Chef qualifizieren würden, weil sie einfach einen geilen Führungsstil haben. Na, da werden irgendwelche Arschlöcher Chef, weil sie einfach Maler. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Nein, nein, nein. Alles ist gut. Wir sind alle zufrieden. Alles scheiße. Aber egal. Gut, eigentlich hatte ich vorgehabt, jetzt aufzuhören, aber da wir ja nach oben in diese super tolle Mega-Villa nicht reinkommen, habe ich mir gedacht, setzen wir noch ein paar Schritte vor die Füße, auf dass wir diese Insel dann hoffentlich bald zu unserem Wohlgefallen vorerst mal den Rücken kehren können. Auf dass wir uns in der nächsten Folge dann wieder der Story zu widmen vermögen, weil ich dann so ziemlich alles abgegrast habe, wo ich jetzt gerade irgendwie weiß. Da kann's noch lang gelaufen sein und Zeugs einsammeln. Also zumindest das eine oder andere Trüchchen. Das mache ich ja furchtbar gerne. Und das war... Oh, Sileni. Silenis kennen wir, glaube ich, noch nicht. Wir hauen dich. Und jetzt töten wir dich mit der Tötungsaffäre des Todheiligen. Nein, ich möchte gerne auch, dass die gute Jessica... Ich wollte Angela sagen. Wie komme ich auf Angela? Das ist Angelo, nicht Angela. Wieder ein bisschen züchtiger rumläuft. 14. Das ist jetzt nicht weltbewegend, mein lieber Silenius. Sileni sind besiegt. Oh, da machen sie sogar schöne, coole Plurale draus. Man starrte hier irgendwo. Ah, da vorne ist sie. Das, was ich suche. Was sich eingebrannt hat in meinen Augapfel. Mach sie auf. Nimm es raus, was drin ist. Ein Ausdauersämchen. Und jetzt möchte ich gerne nochmal hier einfach nur so an den Fuß dieses Wackelfelsens gucken. Aber ich glaube, das war es auch, was wir hier auf der Insel soweit finden können. Und wir haben noch Dampf draußen. Okay, dann hauen wir die noch in den Sack. Ja, komm, mach hier mal Wumpfallera und du benutzt den Multischoss. Jawohl. Die haben wir jetzt noch hinüber. Dann lassen wir es für heute gut sein. Dann werden wir uns das nächste Mal Argonia angucken, wo wir eigentlich vor diversen Folgen schon mal angekommen sind. Aber es bis jetzt noch nicht vollbracht haben, uns die Stadt anzugucken. Dort sollen wir ja. Ich möchte eure Erinnerung jetzt noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, für den Fall, dass ihr noch guckt. Nämlich den Spiegel Argonias einsammeln. Hoffentlich kriegen wir ihn. Damit wir in die Ruinen der dunklen Finsterheit tatsächlich ein wenig Licht zu werfen vermögen, um am Ende es mit Dulmeges endlich aufnehmen zu können. Und genau kein geringerer Grund ist es, weswegen wir Argonia aufsuchen, wo dieser Prinz Charmel, oder wie er heißt, auch noch der guten Prinzessin Medea als Ehegatte versprochen ist. Ob wir da irgendwas machen können, wir wissen es noch nicht. Aber wir wissen, dass wir uns Argonia beim nächsten Mal angucken werden und vielleicht sogar den Prinzen sehen. Bis dann, ciao!